diese Tendenz, dass Dinge an unserer sozusagen verkrusteten, festgefahrenen westlichen systemischen Welt vorbeilaufen. Ne? Das ist bis zum gewissen Grad ja normal. Ne? Also so gab es ja vor kurzem einen Blogpost, ich glaube, von Shirky. Also es ging darum zu sagen, warum sterben Zivilisationen? Was passiert da? Und im Grunde war die Argumentation halt, das sind Systeme, die sich halt festfahren. Systeme können sich nicht reformieren. Die machen einfach immer weiter. Und irgendwann sind die Weiterentwicklungsmöglichkeiten erschöpft und sie erfinden immer neue komplizierte Sonderformen und das war's dann. So wie unser Steuersystem sozusagen mal vordergründig besprochen. Es wird halt immer komplizierter. Und dann muss es irgendwie Revolution geben, Währungskrach. Irgendwo muss man bei Null anfangen können. Also ich denke schon, dass man auf eine Art Crash im weitesten Sinn des Wortes zusteuern. Also ich kann mir keinen richtig reformierenden, evolutionären Weg der ganz kleinen Schritte vorstellen, mit dem man hier rauskommt. Weiß man nicht. Also ich meine, das ist jetzt Kaffeesatzleserei. Auch sowas kann es theoretisch geben, aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Ja. Ja, es ist wie gesagt spannend. Also ich habe letztlich keine Ahnung, was in 5 Jahren sein wird, was in 10 Jahren sein wird. Das ist ein neues Gefühl. Also als ich in den 70ern aufgewachsen bin, wusste ich genau, wie es in 5, 10 Jahren sein wird. Und es hat auch sogar gestimmt. Also 75, 85, kein Problem. Genau, das ist unsichtbar. Das war eben die Antwort darauf. Weil ich mich gefragt habe, was passiert zwischen 1984 und 2004 jetzt? Und die Antwort war, das ist unsichtbar, natürlich. Natürlich verändern sich Dinge ganz, ganz massiv. Und man müsste dann mit dem Klimawandel am ehesten vergleichen, fand ich. Klimawandel hat damit gemeinsam, dass er unsichtbar ist. Kein Mensch sieht, dass sich das Klima verändert. Trotzdem verändert sich meine Umwelt. Also es hat Rückwirkungen auf mich. Und so auch hier. Und ab und zu gibt es Naturkatastrophen. Dann merkt man dann, dass sich was verändert. Weiß nicht ganz sicher, weil es gibt auch die Gegenbeobachtung. Ich habe das mal hier in Freising durchgespielt. Ich will ja da heute mal ein Buch drüber schreiben, über diese Veränderungen, über diese Kulturrevolution. Und haben wir gedacht, okay, jetzt schaue ich mir mal meine Kleinstadt an und überlege mir, was verändert sich denn eigentlich wirklich? Und dann denkst du dir, da ist ja gar nichts, da verändert sich doch gar nichts. Da laufen die Leute so rum, wie sie immer rumlaufen. Vor dem Web, nach dem Web, völlig wurscht. Handys haben es, das stimmt. Das ist so, da ist der Hauptunterschied, der einem ins Auge fällt. Das Web siehst du nicht, da siehst du gar nichts davon. Und dann habe ich im Buch, da hast du Fotos aus 100 Jahren Freising und du kannst dann zurückgehen. Du kannst sagen, okay, jetzt gehen wir einfach 10 Jahre zurück, 95. Erstmal bis auf die Handys, wie gesagt, kein Unterschied. 10 Jahre weiter, 85, immer noch kein Unterschied. Die Leute sehen aus wie jetzt. Du könntest da rumlaufen, es würde keinem auffallen. 85, 75, ein bisschen mehr sozusagen. Und dann ist es ganz interessant, wenn du von 75 zurückgehst, alle 10 Jahre eine komplett neue Welt. 75, 65, komplett verschieden. 65, 55, völlig anders. 45 eh, 35 wieder. Also das ist ganz, ganz faszinierend. Das geht bis 1900, wo sie hier Traktorenfabriken gebaut haben und die Bahn. Das heißt also, damals hat sich total viel verändert im 10-Jahres-Rhythmus. Und man hat hier eigentlich das Gefühl, wir sind in einer Zeitschleife reingeschossen worden. Das ist eine unendliche Blase, in der sich nichts ändert. Das war eigentlich das Gefühl meines Lebens, seit ich erwachsen bin. Da ändert sich nichts. Wir haben immer noch dieselbe Sorte Politik, immer noch dieselbe Sorte Zeitungen, immer noch dieselbe Sorte Argumentation. Jetzt merkt man, dass es brüchig ist und dass es nicht mehr lange dauern wird. Aber eigentlich sind wir immer noch in dieser Welt drinnen. Die ist irgendwie Anfang der 70er ist das losgegangen und jetzt gerade bröselt es so. Also keine Ahnung. Genau. Und das ist ja jetzt auch kein Gegner da. Also wir haben ja den 31. Die 30. haben wir mal, ja. Also es ist ja, das ist immer das, was ich mir denke. Das Geld ist erkennbar aus, also morgen wahrscheinlich sozusagen. Und dann ist es nicht mehr da und dann wird uns eh nichts anderes überbleiben. Dann müssen wir ja von unten anfangen. Und natürlich hast du völlig recht, das ist ja viel besser so. Ist in Unternehmen genauso. Also exakt so, glaube ich, laufen die internen Prozesse ab. Und es gibt diesen angelsächsischen Vorteil, den wir jetzt nochmal kurz antippen können, weil es ist so, dass dort auch die Redekultur in Firmen, da gibt es auch starre und komische Kommunikation, aber die sind alle geschult, das gut zu finden. Du musst geradeaus reden, du musst sozusagen straight reden, auch wenn du es gar nicht wirklich kannst, du findest es im Grunde gut. Das musst du deinen Leuten nicht ganz so erklären wie den unseren. Das ist dort ein kultureller Wert und hier ist es keiner. Deswegen gibt es immer noch, natürlich gibt es da genauso viele Bedenkenträger im Hintergrund, aber es ist eine andere Kultur.
Und im Moment können wir eigentlich nur dankbar alles importieren, was da entwickelt wird, weil die sind einfach besser. So. Deutlich. Ich glaube auch, dass es gut ist. Ja. Ich habe mal die Erfahrung mit Podcasts gemacht, das war ganz lustig. Da hat mal jemand über Podcasts referiert und hat einen Podcast vorgespielt, also rein Audio da. Und das war auch super interessant, weil am Anfang hat dieser Geschäftsführer, ganz großes Managertier, geredet und das klang richtig gut. Dann war das aber nur die Warmsprechphase und dann wurde ihm der Gong geschlagen und dann hat er den Podcast gemacht und dann klang es scheiße, es war ganz furchtbar. Und dann hast du gesagt, warum lasst ihr nicht reden? Es war super. Und das fand ich ja eben großartig bei deinen Videoclips, dass du diese Form findest, wie du eben auch Popkultur geschult, der du bist, wie man dieses lockere Dahinreden mit einer bestimmten Struktur, mit einer bestimmten Form, mit Schnitten, also das Ganze dann auch wieder eindampfen, wie man das zusammenbekommt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Form für Mainstream Selbstverständigung in den nächsten, ja, sowieso. Ja, das haben wir auch in Blogs gelernt zum Beispiel. Also in Blogs war es eine schriftliche Form, wo ja das Beiläufige, zum Beispiel, dass du mal über sinnlos über deinen Musikgeschmack schreibst, dass das Spiel hat eine erstaunlich große Bedeutung. Auch das Private, so was man immer so sagt, Twitter, so, warum schreiben die Leute diesen Schmarrn? Das spielt alles eine Riesenrolle. Das liegt, beschreibt einen gewissen Raum, das legt einen gewissen Sprechraum und Denkraum fest, in dem auf einmal Dinge anders funktionieren als in dem anderen. Und in gewisser Hinsicht gibt sich jeder den selber vor. Also wie ich meinen Blog aufbaue, so rede ich dann auch. Wie ich meine Twitter-Strategie, wie sich das so herauskristallisiert, das ist dann halt meine Person. Und irgendwann kann ich es auch gar nicht mehr ändern, sondern irgendwann muss ich meinen Account eindampfen und einen neuen machen. Dann rede ich vielleicht dann anders. Es ändert sich auch, abgesehen davon, also es gibt auch Zyklen und es verschiebt sich und so. Aber das ist eine, ja, wir haben über Stimmen vorhin geredet, das sind extrem, für mich extrem spannende Sachen, um es selber auszuprobieren und mitzuverfolgen. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, wo viel Coaching nötig ist. Also wo man, ja, das wäre jetzt eine Aufgabe für künftige Institute, den Leuten sowas beizubringen, eine Stimme zu finden. Thank you.